In diesem Video soll es jetzt um das Thema Rechtschreibkontrolle gehen und ich werde noch so ein paar weitere Tipps und Tricks geben, wie man da sich ein bisschen leichter tut beim Korrigieren. Zunächst mal, wenn man einen Text abgibt, sollte man unbedingt ihn korrigieren, entweder durch jemand anderen Korrektur lesen lassen oder eben zumindest die automatische Rechtschreibkontrolle anschalten. Hier habe ich jetzt hier oben zwei Knöpfe, bei denen es um die automatische Rechtschreibkontrolle geht. Einmal Rechtschreibung und Grammatik. Das ist ein bisschen umfangreicherer Dialog, aber schneller geht diese automatische Rechtschreibprüfung. Wenn ich die anschalte, dann werden einige Wörter mit so einer roten Wellenlinie unterstrichen und das soll eben andeuten, dass es Fehler sind. Zunächst mal zu diesem Knopf hier. Als ich hier vor kurzem das neu installiert habe, war dieser Knopf für die automatische Rechtschreibprüfung nicht vorhanden. Was kann man machen, wenn der hier fehlt? Das Einfachste ist, dass man das versucht über diese Werkzeugleiste. Das ist jetzt also hier die, wo es auch um Speichern und so weiter geht. Wenn man da rechts draufklickt, dann kommt bei dieser Standard-Werkzeugleiste und auch bei den anderen auch sichtbare Schaltflächen. Und da sieht man, welche Schaltflächen angeschaltet sind und welche noch nicht angeschaltet sind. Diese mit dem blauen Hintergrund bei mir, die sind also schon angeschaltet. Und wenn hier, na, wo haben wir es? Die Kontrolle, hier. Wenn da eben die automatische Rechtschreibprüfung in LibreOffice nicht angeschaltet ist, dann kann man das eben hier machen. So, wie korrigiert man? Also üblicherweise würde man wahrscheinlich den Cursor an irgendeine bestimmte Stelle setzen, wenn man nicht genau getroffen hat. Hier bei Signifikant, da fehlt ja ein F und ein I, dann würde man vermutlich mit den Maus nicht mit der Maus versuchen nochmal zu treffen, sondern eventuell mit den Pfeiltasten quasi an die richtige Stelle zu navigieren. Das ist durchaus auch okay. Man muss nicht jedes Mal die Maus benutzen, denn wenn man sowieso mit den Fingern auf der Tastatur ist, dann ist es wesentlich schneller. Man nimmt die Pfeiltaste für hoch und für runter, um dann den Fehler zu korrigieren. Übrigens war es so, dass diese rote Wellenlinie sofort wegging, als ich angefangen habe zu tippen. Das Programm wartet jetzt erstmal quasi ab, hat es auch richtig gemacht. Und es wird nochmal kontrolliert, erst wenn ich zum Beispiel hinten dran ein Leerzeichen setze. Da ich das richtig geschrieben habe, ist also kein Fehler mehr angezeigt. Ich wollte gerade noch eine andere Möglichkeit zeigen, indem ich das mal rückgängig mache, meine Korrektur. Ups, jetzt bin ich gerade. Ah, da sind wir. Und zwar ist es ja, woher weiß eigentlich das Textverarbeitungsprogramm, dass das ein Fehler ist? Und zwar ist es so, dass mit der Installation automatisch ein Wörterbuch installiert wird. Muss man für die entsprechenden Sprachen, die man nutzen will, machen. Also vielleicht Deutsch, Englisch, Französisch oder welche Sprache auch immer. Und dann vergleicht das Programm die einzelnen Wörter, die es an den Leerzeichen vorne und hinten dran erkennt. Kommt dieses Wort im Wörterbuch vor oder nicht? In diesem Fall sagt es, okay, signifikante Zusammenhänge gibt es nicht, also muss es ein Fehler sein. Das kann durchaus passieren, dass wir Wörter haben, bei denen quasi es falsch als Fehler erkannt wird, ganz einfach, weil das Wörterbuch diesen Begriff nicht kennt. Das können Fachbegriffe sein und da gucken wir gleich nochmal bei anderen Wörtern genau danach. Statt von Hand hier zu korrigieren, kann ich aber auch was anderes machen. Und zwar klicke ich dann rechts mit der Maustaste auf das fehlerhaft markierte Wort. Und dann kriege ich in einem Kontextmenü Alternativen angezeigt. Und da sieht man hier tatsächlich als erstes signifikante Zusammenhänge. Und dann brauche ich gar nicht tippen und muss nicht mit dem Cursor an eine bestimmte Stelle gehen, sondern kann das relativ leicht korrigieren. Gucken wir mal nach weiteren. Also hier Hobbys, Hobbes, Hobbits, da passt das nicht. Hobbys, die Frage ist, ob es mit Y oder IES geschrieben wird. Wenn ich sagen will, das soll so bleiben, das wird als akzeptiert
wird akzeptiert, dann kann ich Folgendes machen. Entweder sage ich hier, ich ignoriere es als Fehler, oder ich sage, ich füge es zum Wörterbuch hinzu. Das ist vor allem für Fachbegriffe wichtig, die ich öfters verwende, damit ich die nicht jedes Mal ignorieren muss. Also könnte ich zum Beispiel zum Wörterbuch hinzufügen und dann wird es an anderen Stellen nicht mehr als Fehler angezeigt. So, auch hier Beruf, Weges. Wir gucken mal, Vorschlag, Berufsweges eines männlichen Berufs. Das passt. Man muss immer gucken, ob das auch wirklich passt. Selbst wenn das Wort an sich vielleicht richtig geschrieben ist, kann das aufgrund des grammatikalischen Zusammenhanges im Wort zu einem Fehler führen. Also bitte nochmal genau durchlesen. Selbst ein richtig erkanntes Wort kann durchaus falsch sein. Ich habe hier vorne noch so ein paar Begriffe. Wo haben wir sie denn? Die sind relativ kompliziert, wie zum Beispiel geschlechtsgemischter oder männlicher Berufe. Das ist zum Beispiel ein Wort, das ist zusammengesetzt. Das wird als Fehler erkannt. Ich kriege aber keinen richtigen Ersatz angezeigt. Also man muss bei jedem Fehler, der angezeigt wird, im Grunde genommen schon nochmal nachschauen. Was ich aber wichtig und sinnvoll finde, ist, dass sehr grundlegende Fehler eben hier mit Hilfe der Rechtschreibkontrolle gefunden werden. Jetzt noch ein paar kleine Tricks rund um das Korrigieren an sich. Und zwar für den Fall, ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwie so einen kleinen Fehler finde, Ungleichstellung, das ist sogar auch wieder ein richtiges Wort. Nehmen wir mal an, ich möchte also hier Fehler in der Nähe des Cursors korrigieren. Dann kann ich das eben machen, indem ich mit den Pfeiltasten hoch, runter, rechts, links gehe. Oder ich nutze zusätzlich noch die Steuerungstaste, also oder Control. Wenn ich dann nämlich zum Beispiel links oder rechts klicke, dann hüpfe ich jeweils wortweise. Das heißt, ich muss nicht viele Male den Pfeil drücken, die Pfeiltaste drücken, sondern mit Steuerung, zack, 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 bin ich ganz schnell innerhalb einer Zeile an einer anderen Stelle. Mit hoch, runter geht das auch, nur lande ich dann immer einen Absatz unten drunter. Das heißt, da kann ich noch schneller durchsuchen. Beim Korrigieren muss man ja auch manchmal etwas löschen, weil zum Beispiel irgendwas falsch ist. Auch da hatten wir ja bisher ja die Maus verwendet. Also zum Beispiel, ich will irgendwas, was könnte man denn machen? Einfach ein Teil mal rauslöschen. Dann würde ich den, könnte ich den zum Beispiel mit der Maus markieren und dann könnte ich das löschen. Ja. Zum Beispiel so, okay, das ist jetzt zwar falsch, das Wort, aber ist erstmal egal. In diesem Fall geht es ja nur zu zeigen. So würde ich das machen. Jetzt ist es aber eben umständlich zu wechseln. Also wenn man, auch vor allem wenn man schnell tippt, ist es sinnvoll, dass man mit den Fingern auf der Tastatur bleibt und nicht andauernd zwischen Tastatur, wenn man was schreibt, und der Maus hin und her zu wechseln. Und damit ich zum Beispiel eben das, was ich jetzt gerade hier da reingeschrieben habe, löschen kann und nicht Zeichen für Zeichen, könnte ich jetzt noch zusätzlich zu den Pfeiltasten auch noch die Großschreiber, also die Shift-Taste drücken, weil dann markiere ich nämlich mit Hilfe der Pfeiltasten und kann dann ein Teil so löschen, ohne dass ich die Maus brauche. Das geht übrigens auch in Kombination mit Steuerungs- und Shift-Taste. Das heißt, wenn ich die Steuerungstaste drücke, kann ich ja hüpfen über Wörter. Und wenn ich jetzt noch die Shift, die Großschreibetaste drücke, wird das also auch gleich alles markiert. So, und dann könnte ich größere Bereiche eben zum Beispiel ganz schnell rauslöschen. Zu guter Letzt noch ein Hinweis auf einen typischen Fehler bzw. ein Problem, was manchmal auftaucht. Und zwar gibt es da eine Taste. Ich weiß nicht, ob das sehr intensiv genutzt wird, aber da steht drauf bei mir ENTF, also entfernen, die Entfernen-Taste. Ich gucke gerade mal im Bild, wo haben wir sie hier? Das ist diese, nee, doch, einfügen oder nee, Blödsinn. Die Einfügen-Taste so rum. Ah, die Einfügen-Taste. Und diese Einfügen-Taste, wie hier so schön steht, schaltet zwischen den Eingabemodus ein. Und zwar gibt es zwei Stück, nämlich einmal das Überschreiben
und es einfügen. Und man beachte, was hier unten steht. Ich habe momentan den Einfügemodus. Wenn ich jetzt die Einfügen-Taste drücke, dann steht hier Überschreiben. Und das Verrückte ist, dass jetzt halt erstens mal der Cursor scheinbar breiter geworden ist und dass, wenn ich jetzt was schreibe, dass zum Beispiel das dann verschwindet. Ja, also man kann eigentlich nichts Neues schreiben, ohne dass man was anderes löscht. Und das ist ein Problem, das manchmal jemand hat, der nicht weiß, dass es diese Taste gibt, diese Überschreiben- oder Einfügen-Taste. Und wenn das passiert, wenn man also sieht hier, ups, ich habe Überschreiben aktiviert, nochmal die Einfügen-Taste drücken und notfalls alles rückgängig machen, damit also das, was ich aus Versehen überschrieben habe, wieder da ist. So, das war's zur Rechtschreibkontrolle. Achtet darauf, dass ihr eure Bewerbung einigermaßen korrigiert dann abgeben könnt.